Välkommen in Öxfjord. Welcome to Öxfjord. Hello. Hi. Hi. Come in, Susanna. Ja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite hier. Ich bin heute auch angekommen in meinem Auto heute Mittag. Bin über Finnland gefahren und habe die Route mal ausprobiert. Das war eigentlich sehr komfortabel, muss ich sagen. Es war auch sehr weit, aber auch sehr komfortabel zu fahren. Und dann wäre es am besten, wenn ihr heute Abend euch da dann trefft, dann werdet ihr euch über den Weg laufen, notgedrungen, dass ihr dann schon vielleicht sagt, wer zusammen in den Booten fährt. Schön. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Wir wollen uns heute Morgen ein bisschen mit dem Gerät, was ihr bekommt, auseinandersetzen und dann hinterher, wie der Rainer gestern angekündigt hat, ein bisschen Vorfach bauen, besprechen, wo wir welche Spots haben, wie wir fischen und so weiter. Und dann kommt auch noch die Schiffsübergabe und die Kamera und Häusern. Wir haben ein besonderes Highlight, davon wisst ihr sehr wahrscheinlich noch nichts. Und zwar haben wir mit der Firma Kingfisher Reisen zusammen eine Sonderedition gebaut von Routen, die auch speziell für diese Fischerei hier mitentwickelt wurde. Und das Besondere daran ist, ich zeige es euch mal, das ist in den Farben von Kingfisher Reisen gebaut. Das ist eine limitierte Auflage von 100 Routen, die es nicht zu kaufen gibt, nicht zu erwerben gibt. Das sind 1,88 Meter lange Jigging-Routen. Wir hatten gestern das ein oder andere Mal schon so drüber gesprochen von der Fischerei, wie wir dann versuchen, hier werden zu fischen. Und das Besondere für euch ist, die sehen schick aus. Ne? Das sind coole Stöcke. Jeder von euch bekommt ein Geschenk. Hier ist auch so eine Anzeige drauf, da steht Mini drauf. Das heißt, wenn die ganz unten ist, ist es ein Freilauf. Aufpassen, ne? Dann läuft sie los. Die ideale Bremseinstellung arretiert sich. Und zwar bei maximal. Man sollte auch nicht mehr als bis maximal die Bremse gehen. Habt ihr eine Gummiperle mit? Ich habe Gummiperlen mit. Ich weiß nicht, wie viel ich da meine. Hier stehen lauter Prototypen und Vorserientypen. Lasst euch an dem Design bitte nicht stören, weil wir teilweise auch blind Routen bauen. Das heißt, da steckt ein anderer Blank drin, weil wir dann Optimierungen in dem Blank machen. Im Prinzip sind es ähnliche Routen wie die, die ihr jetzt habt. Das sind einmal die roten Yolokia, das ist das Original dazu. Das sind Ersatzrouten, ihr habt die alle da, die braucht ihr nicht auszutesten, nochmal extra, aber falls irgendetwas passieren sollte, wir haben genügend noch dabei. Dann hast du jetzt hier die Schlaufe. Du fängst jetzt an, von hier praktisch nach da zu wickeln.
Eigentlich wollte ich ja nur kleine Seelachse fangen als Köderfische und dann auf den kleinen Pilger da. Als ein kleiner Seelachs gibt, ist da ein großer Dorsch aufgegangen. Da kommt er schon. Wunderbar. Ja, dann mal eben unverhofft kommt oft. Ja, wir werden mal sehen. Entweder ein sehr großer Dorsch oder ein Heilbutt, der einen kleinen Seelachs genommen hat. Das ist relativ leicht jetzt. Das Futteral. Nimm die Hülle mit. Nimm die Hülle. Den Jungs muss man alles sagen. Ja, jetzt hat er das auf. Unterm Alter. Ich hab die Brille nicht auf.